Yo, back wieder beim Let's Play von Pokémon Heart Gold. So, wie ich gerade sehe, letztes Mal waren wir bei Anglern stehen geblieben. Es wird dann ein wenig schwieriger werden. Eine Pokémon, frisch gefangen. Es wird ein wenig schwieriger werden, denn diese Pokémon sind höchstwahrscheinlich von Typ Wasser. Ja, sind sie. Ich weiß es schon, was es sind. Feuerattacken sind da sehr uneffektiv, deswegen muss ich da auf Zuki zurückgreifen. Würde aber auch Damage raushauen und ja, ein Two-Hit KO wird es dann auch werden. Jo. Okay, also ich werde mir überlegen. Das Teammitglied kommt dann. Ja, ist echt schade, dass jetzt das nächste Teammitglied erst nach der zweiten Arena kommt, denn da könnte man eigentlich schön trainieren noch. Aber das ist leider nicht möglich. Ja, die nächste Arena wird relativ einfach werden mit unserem Sunoco, denn wir sind der Feuertyp und der Vorteil ist, die nächste Arena wird Typ Käfer sein. Und Feuertank ist natürlich sehr effektiv gegen Käfer. Sollte kein Problem werden. Jo, okay, so nächster Trainer hier. Okidoki. Ups, das war ein Missklick, aber es wird trotzdem wahrscheinlich reichen, oder? Ja. Ja, es kommt Level 5, ey, hallo. Kapador Level 5. Kapador ist das schlechteste Pokémon, was es gibt. Es kann nur Platscher. Also auf dem Level, jedenfalls später lernst du noch Tackle, aber solange es Karpados ist, extrem schlecht. Erst wenn es sich entwickelt zu Gyarados, wird das heftig. Also Gyarados ist ein übelster physischer Sweeper. Oh, meine Maus wieder drin. Ja, aber sonst an sich ist es eher unnütz. Das ist genauso wie Barschwa und Milotic. Ich weiß nicht, wer das kennt. Barschwa, hässlichstes Pokémon auf der Welt. Milotic dagegen ist das schönste. Oder gilt als das schönste Pokémon. Auch die Stärken sind Barschwa, Platscher und Tackle, Milotic, heftig Wasserattacken. Und ja. Guter Staller. Jo. Ja, ich kann mal. Also Sweeper sind Pokémon, die. Das kann ich mal erklären. Sweeper sind Pokémon, die auf Angriff ausgelegt sind. Also sei es physischer oder spezieller Angriff. Man sollte sie meistens mit hohem Initiativewert spielen, damit sie halt die gegnerischen Pokémon überholen. Das heißt, man kann den ersten Hit landen. Ja, dann ist halt eben physischer und spezieller Sweeper, unterscheidet man. Dann gibt es halt den, dann gibt es noch Pokémon, die gelten als Supporter. Supporter sind Pokémon, die meistens Fähigkeiten haben wie Lichtschild, Reflektor, also so Sachen, die dann so Verteidigung und sowas erhöhen. Allgemein fürs komplette Team. Oder die Fähigkeiten haben wie Statusveränderungen oder so negative Effekte wie Paralyse oder sowas mit Attacken beheben. Oder sowas halt, das sind Supporter meistens. Dann gibt es Staller. Das sind Pokémon, die einen hohen Verteidigungswert oder speziellen Verteidigungswert haben. Die sind dazu da, halt den Gegner auszustallen und haben halt meistens neue Attacken drauf. Also zum Beispiel was wie Toxin oder sowas, also Vergiften und sowas, also Statusveränderungen oder haben... Ja, manchmal macht man, also man packt auch natürlich auch einen Angriffsmove drauf bei Sachen, bei Pokémon wie... Geowatz oder sowas, macht man dann sowas wie Gyroball oder sowas drauf, das, damit es halt eine starke einen starken Angriff hat. An sich halt eben die, also die Attacken abwehren und halt eben einen neuen. Ja... Keine Ahnung, es gibt noch ganz schön, also genau Unterordnungen und sowas. Es gibt auch Erneuer an sich, die haben dann so die einfach die Aufgabe zu erneuern, also den Gegner zu nerven mit Attacken und sowas. Dann gibt es noch, ja, weiß ich gerade gar nicht. Dann gibt es halt auch ganz viele Unterordnungen wie Bettenpässer, das ist aber nicht das bezeichnet, das ist dann ja so eine Unterklasse. Die haben dann so eine spezielle Aufgabe, um halt eben Stats zu pushen. Das heißt zum Beispiel den Angriffswert erhöhen durch Attacken. Also die haben dann meistens Delegator sowas drauf, das heißt Attacken abfangen und Schutzschild.
Und dann haben die halt eben so Attacken wie Schwerttanz oder sowas, das pusht dann den Angriffswert. Und sondern halt eben dann mit der Attacke Baton Pass oder auf Deutsch, wie heißt denn das? Staffette. Dann wechselt man auf ein anderes Pokémon aus und durch die Attacke bleiben die Statuswerte fein, bleiben die gleich. Ich mach kurz den Cut hier. So, hier stehen wir da. So, ja, also die haben dann halt so dann eben diese Aufgabe dann zum Beispiel, packt man zum Beispiel ein ganz beliebter Baton Passer, ist halt eben Ninjask und der hat dann halt meistens Delegator, Staffette, Schutzschild und Schwertern zum Beispiel. Der hat dann allgemein die nebensächliche Fähigkeit, hab ich noch gar nicht erklärt, ne? Jedes Pokémon hat eine Fähigkeit, was es halt eben so als verschieden, also als zusätzlichen Effekt hat zum Beispiel. Hier unser Dings hat die Fähigkeit Großbrand. Hier sieht man. Da. Stärkt Feuerattacken in Not, das heißt, wenn die KP unter 30% fallen, werden Feuerattacken 50% verstärkt. Und halt Ninjas hat halt die nebensächliche Fähigkeit, dass man, dass es halt jede Runde den Initiativwert um ein Level erhöht. Und zusätzlich hat es halt dann eben die Attacke Delegator und Schutzschild zum Blocken. Dann kann man halt eben so den Initiativwert erhöhen. Und wenn der Gegner zum Beispiel gerade ist, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Tarnsteine auslegt, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, eben Schwertern zu aktivieren. Das heißt, man pusht den Wert. Und somit kann man halt Werte erhöhen. Und die kann man dann halt eben auf einen Sweeper übertragen. Und dann hat der Sweeper dann somit halt die Angriffsboost von den Pokémon und kann alles weghauen, weil es halt eben einen erhöhten Angriffswert hat und mit halt eben mehr Schaden macht und halt eben eine erhöhte Initiative, das heißt, es kann die Gegner überholen und so kann es halt eben durchhauen. Und das ist halt eben der Unterschied, Baton Pass ermöglicht es einem halt eben diese Werte zu übertragen. Wenn ich jetzt das Pokémon austauschen würde, also sagen wir jetzt, ich würde mit meinem Sunoco jetzt Schwertanz aktivieren und würde dann Pokémon tauschen auf ein anderes Pokémon, dann würden diese Erhöhungen, die ich mit Schwertanz gemacht habe, halt eben verloren gehen. Und das nächste Pokémon, was ich dann einwechselt, die Werte dann nicht. Und Baton Pass ermöglicht halt eben diese Übertragung von den Werten. Ja, sowas gibt es halt und weiß gar nicht, fällt mir jetzt gerade so nichts weiteres ein. Also es gibt ganz viel Unterordnung und oh. Und wie gesagt, hier unseren Sunoco möchte ich als speziellen Sweeper spielen. Das heißt, er soll halt eben eine gute Initiative haben und einen guten Spezialangriffswert. Das heißt, mit der Initiative überhole ich die Gegner und mit dem Spezialangriffswert mache ich halt eben den Schaden. Und so sieht's aus. Aber ein Team sollte halt eben meistens ausgeglichen sein. Das heißt, es sollte ein physischer und ein spezieller Sweeper vorhanden sein. Es sollte eine Wall vorhanden sein, also ein Stuller. Und ja, also es gibt halt viele verschiedene Sachen. Also es ist halt eben unklug, wenn man halt eben im Online-Kampf zum Beispiel ein Team nur bestehend aus Sweepern hat. Das kann halt eben auch Nachteile haben. Das muss man aus verschiedenen Perspektiven sehen. Deswegen, ich habe ja gesagt, Pokémon ist nicht so ein kleines Kinderspiel, also das ist schon eine Wissenschaft für sich. So, jetzt geht's weiter hier. Jojojo, kleines Pokémon Center. Jetzt holen wir uns gleich die Angel mal eben schnapp. Von dem Angler, der da vorne steht. Der mit der roten Cappy. So. Das ist ein beliebter Angelplatz. Sieh dir nur an, wie viele Leute hier am Angeln sind. Kriegst du da nicht auch Lust, mal die Angelrute auszuwerfen? Ich kann dir einen Angel geben, wenn du magst. Also, wie sieht's aus? Jo, Angel erhalten, das ist schön. So, blablablub. Um zu angeln, musst du zuallererst deine Rute auswerfen. Ist das geschehen, solltest du deinen Blick auf das Wasser konzentrieren. Sobald dein Pokémon anbeißt, wird dir ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt. Nun musst du blitzschnell den A-Knopf drücken und an der Angel ziehen. Der Rest erklärt sich von selbst. Probier's doch einfach mal aus. Du kannst deine Angel überall dort zücken, wo es Wasser gibt. Wie zum Beispiel am Meer oder an Flüssen. Jo, brauchen wir erstmal nicht. Denn die Angel bietet uns nur die Möglichkeit, ein Carpador oder ein Tentacha zu angeln, soweit ich weiß. Ein Carpador brauchen wir nicht für unser Team und ein Tentacha auch nicht. Naja gut, vielleicht mal. Nee. Aber erstmal nicht. Nein, 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 nein. Wir kriegen anderes Wasser-Pokémon. Was cooler ist. So, ein kleiner Trainer. Auch mit Flug-Pokémon nicht unbedingt stark. Oh, ich will unser nächstes Teammitglied haben. Wir haben es bald geschafft, Leute, wir haben es bald geschafft.
Also ein bisschen eintönig, wenn man halt mit einem Pokémon die ganze Zeit durchrusht, das ist dann so Solo-Run-mäßig. Und ja, das ist dann so ein bisschen monoton. Aber gut, seht es so, jetzt wo wir unser Tsunoko trainieren, diese Zeit, die wir jetzt trainieren, müssen wir halt später nicht mehr trainieren, weil das Pokémon schon ein bestimmtes Level erreicht hat. Und deshalb können wir halt eben unsere nächsten Teammitglieder trainieren. Kurzer Cut. So, die letzten 5 Minuten des Parts brechen an. Oh, das ist immer so ein blödes Gefühl, wenn man das letzte Mal den letzten Drittel anfängt aufzunehmen, weil es einfach mal weiß, es ist gleich vorbei. Und das ist echt blöd. Ich mach mal hier kurze Pause. So. Ja, da. Ja, ich musste kurz eben. Ich habe mit meiner Schwester nebenbei was geredet. Also, ich habe da nicht mehr aufgenommen. Ich habe mal kurz mich mit unterhalten. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe irgendwie, glaube ich, darüber geredet, irgendwie, dass es halt blöd ist, wenn man die letzten. Also, man weiß, dass man die letzten 5 Minuten anfängt. Das ist wirklich ein bisschen scheiße. Aber naja. So, kurzes Item geben, das ist gut. Das ist nämlich, wenn man eine Attacke einsetzt, dann regeneriert man Leben. Weil wenn der Gegner Schaden macht, dann regeneriert man Leben. Ein sehr hilfreiches Item, meiner Meinung nach. So, jetzt gehen wir in die nächste Höhle hier. Die allerdings ist beleuchtet. Zum Glück, ja. Den Einheitstunnel. So, jetzt nehme ich nochmal, weiß ich gar nicht, wie ist nicht, wo war ich? Ich glaube, ich nehme jetzt noch 3 Minuten auf, es ist noch 2 Minuten. Dann müsste der Part auch vorbei sein, glaube ich. So, jetzt kommt Feuertrainer. Jetzt sehen wir erst ein wildes Pokémon und dann der Feuertrainer. Und dann ist der Part auch wahrscheinlich noch vorbei. Aber Leute, wir haben es bald geschafft. Bald kommt das nächste Teammitglied. Da freue ich mich richtig drauf. Der ist nämlich, das Pokémon ist cool. Das ist echt geil. Das ist einsame Spitze. Und dann kommt unser erster Name zum Tragen. Euer vorgeschlagener Name. Dann brauche ich nur noch ein passendes Wesen. Hoffentlich. So was einigermaßen passt. Und dann ist die Welt super. So, ein Vulpix, Level 9, weiblich. Da werden wir natürlich Fokutogip einsetzen, denn Glut würde da nicht unbedingt viel bringen. Uneffektiv, ja gut, hätte es nicht gemeint. Da seht ihr, was Glut macht. Fast nix. Gut, er hat natürlich auch Low Level im Vergleich zu mir, aber nein. So. Seht ihr? Ich habe einen Attack gemacht, das wird deine Lebenspunkte gekriegt. Aber natürlich immer nur, ich weiß nicht, man kann so bis 3 oder so Leben werden gereckt. Nee, das ist prozentual, glaube ich. Aber nicht so viel, also eigentlich nicht so viel, so. Boah, das ist vergleichsweise wenig. Aber besser als nix. Da ich sowieso nicht so viel Schaden bekomme von den gegnerischen Pokémon, weil ich meistens halt eben das Pokémon entweder instant kille oder auswechsel später, dann wird das Spaß. So, Sandan. Boden-Pokémon, dagegen kann ich Feuer einsetzen, das ist nämlich normal effektiv. Deswegen Instant One-Hit. Ein paar schöne XP. Und Felsgrab. Ja, die Attacke werde ich jetzt im Moment noch nicht beibringen können, das ist eine Gesteinsattacke. Oder beziehungsweise will ich im Moment noch nicht beibringen, das kommt noch. Die kann ich aber, glaube ich, doch, die kann ich unserem nächsten Teammitglied beibringen. Und ja. So, der letzte Kampf und dann mache ich den Cut. So, deswegen, ich sag, fange jetzt schon mal an. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Viel Spaß noch in der Schule und so weiter. Und freut euch auf den nächsten Part. Ich werde mal die Tage oder die nächsten Parts, wenn ich mal irgendwo Max fragen, ob er vielleicht Lust hat, nebenbei. Kannst du mir in die Kommentare schreiben, Max, wenn du das Video siehst. Meintest du eigentlich, du willst die ganze komplette Reihe verfolgen, hast du gesagt? Ja. Ja, du kannst mal fragen. Ich wollte mal fragen, ob du vielleicht Lust hast, also ein Together-Part zu machen, also so nebenbei mir zugucken oder sowas. Und dann auch so ein bisschen neben kommentierst, du hast auch ein bisschen Ahnung von dem Spiel und so weiter. Naja, egal, das war's von mir und noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.